da bin ich einfach auf Amazon unterwegs und auf einmal sehe ich eine Säge namens Mossy Oak. Schnell in den Einkaufswagen und da ist sie, die Mossy Oak. Oh, Mossy Oak. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, ich teste wieder irgendwas Verrücktes. Oh, yeah. Wird ausgeliefert mit so einer schönen Tasche und was mich auch sehr beeindruckt hat, im Lieferumfang ist ein Sägeblatt mit dabei. Ich glaube, dass das eher was für frisches Holz ist. Und dann hast du im Holz da zwei weitere Sägen mit dabei, von wirklich ganz, ganz fein zu, ich glaube, das ist genau das Richtige für Totholz. Ich bin ja hier im Buschkraftareal auf waldhula.at und hier liegt Totholz herum, ohne Ende. Und jetzt werden wir ein bisschen Brennholz machen. Aufschrauben, ganz, ganz simpel. Sägeblatt rausnehmen. Neues Sägeblatt einsetzen. Zuschrauben? Wow! Bis jetzt überzeugt mich die Qualität von Mossy Oak. Wichtiger Hinweis, Mossy Oak sponsert mich nicht, ich habe sie selbst gekauft, auch wenn es so ausschaut. Aber ich habe einen Sponsor und zwar die Minentaucheruhren von Bombfrog. Wenn dich interessieren, dann nutze Reini vor Bombfrog und hol dir irgendeine Minentaucheruhr. Danke für die Unterstützung, aber es ist billige Eigenwerbung. Aber zurück zum Sägethema. Irgendwie gibt das Teil nicht Gas, nämlich doch das fette Sägeblatt. Ja, viel besser. Ups. Ah, die kann man auch umstellen. Das ist natürlich blöd. Da darf ich nicht da drauf greifen, weil man kann sie auch so stellen. Okay, ja. Also weiter hinten nehmen. Also ja, für den Preis, so übel ist die gar nicht. Das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Natürlich kann sie nicht mit der guten alten Silke mithalten, aber die ist auch in einem anderen Preissegment. Und du darfst nicht vergessen, du kriegst automatisch einen vernünftigen Holz damit dazu. Ersatzsägeblätter, die man wirklich sehr, sehr, sehr schnell wechseln kann. Also das Wechseln ist wirklich kinderleicht und das hat mich total überzeugt. Du hast genug Grip, kannst gut halten, gibt auch ein Lanyard-Loch. Das Einzige, was mir immer wieder passiert ist beim Sägen, ich bin unabsichtlich hier vorne angekommen, weil dieser Druckknopf doch relativ groß ist und sich auch relativ leicht bedienen lässt. Und das ist gut und schlecht zugleich. Aber wenn ich die jetzt länger einsetze und mich daran gewöhne, dass ich hier hinten halten muss, dann ist es wieder gut. Nur bei der Multifunktionalität, da hat es ein bisschen die Nase hinten. Nase hinten? Ja, wirklich. Also Feuerstahlbedienung oder dem Abarbeiten von Rinde mit dem Sägerücken. Das funktioniert leider nicht so gut, aber man kann nicht alles haben und das ist, wie man in Österreich sagt, Sudern auf hohem Niveau, also nicht wirklich relevant. Aber wissen solltest du das trotzdem. Ja, das Ding taugt was. Das heißt, das kommt in meinen Langzeittest und die Erfahrungen werde ich dir auf dem Kaufberatungskanal vorstellen. Das ist ein anderer Kanal. Übrigens, wenn du all meine Kanäle sehen willst, reinirossmann.com, schau vorbei und schau dich um. Ja, ich weiß, ich habe ganz viele Kanäle. Manche meinen, ich bin manisch und vielleicht haben sie recht, aber du entscheidest, was du anschaust. Ich gebe dir den Link auf Amazon, wo du das holen kannst. Wenn es dir taugt, holst du. Wenn es dir nicht taugt, holst du nicht. Und denk dran, eine Säge in Ehren kann keiner verwehren.